Hiva, ein Ort spanischer und türkischer Genüsse und einer Wohlfühlatmosphäre. Besuchen Sie uns und genießen Sie eine leckere Auswahl verschiedener Speisen, egal ob Fisch, Fleisch, Gemüsegerichte oder traditionelle Desserts. Alles frisch zubereitet, mit frischen Zutaten direkt vor Ihren Augen. Genießen Sie das stilvolle Ambiente unserer Einrichtung im Restaurant. Wir freuen uns auf Sie. Hiva Restaurant Siegburg. Neugestaltung des Rathaus und Festplatzes in Troisdorf. Ende Dezember wurde im Troisdorfer Rathaus im Rahmen einer Pressekonferenz das weitere Vorgehen zur Neugestaltung des Rathaus und Festplatzes bekannt gegeben. Damit gemeint ist der öffentliche Platz rund um die Stadthalle herum. Anhand eines Wettbewerbs zwischen mehreren Landschaftsarchitekten wurden die Konzepte der ersten drei Plätze vorgestellt, aus denen dann im Frühjahr das endgültige Konzept ausgewählt wird. Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski erklärt Näheres dazu. Ja, wir sind ja dabei, den Platz zwischen Rathaus und Stadthalle neu zu gestalten und auch den Festplatz, der an die Stadthalle anschließt, wo die Außenbühne dann sein wird. Da haben wir einen Jurywettbewerb gemacht, um den besten Planer herauszufinden. Und da sind jetzt die ersten drei Entwürfe hängen jetzt hier an der Wand. Und mit diesen Preisträgern werden wir dann in Verhandlungen treten und dann zu sehen, welchen von diesen drei Entwürfen wir letztendlich aussuchen. Der Rathausplatz soll das Rathaus mit der neuen Stadthalle verbinden. Der Festplatz soll zugunsten einer Außenbühne gestaltet werden. Dort werden dann verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Jablonski erläutert die nächsten Schritte zur Realisierung des Projekts. Das weitere Verfahren wird so sein, dass dann dieser Preisträger, der dann ausgesucht worden ist, einen Entwurf macht für den Umweltausschuss. Und der Umweltausschuss letztendlich den Entwurf beschließt, mit dem dann in der Bürgeranhörung gegangen wird. Und aus der Bürgeranhörung kommen dann Kritik und Anregungen mit rein. Und dann gibt es letztendlich einen Entwurf, der ausgeführt wird. Der endgültige Entwurf soll planmäßig Ende dieses Jahres ausgeführt werden.